Hallo, ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wessler Kryptovision. Jetzt nochmal SEC vs. Ripple. Und zwar, ja, hat sich Gary Gensler versprochen am Dienstag? Schauen wir mal rein. Los geht's. Dieses Video wird präsentiert von Vittoriano Ciccia, ich danke dir für deine Hilfe, ey. Sollte ich deinen Namen falsch ausgesprochen haben, ey. Scusai. Ja, Freunde, Vittoriano, du wirst mir das verzeihen, du bist ja immer bei den Livestreams, aber ich musste das jetzt aufgreifen. Ich bin der Spaßkopf. Heute darf ich. Ich darf heute alles. Und heute gehe ich nochmal ein auf die Vernehmung von Gary Gensler. Und zwar ganz gezielt auf die Fragen von Warren Davidson ein. Der hat ihn ja wirklich scharf rangenommen und hat dann auch noch seinen Gesetzesvorschlag eingereicht. Absetzung von Gary Gensler bzw. des Chairs in der Form, wie er bis jetzt eben agiert. Egal, wer da drauf sitzt. Gary soll es dann nicht mehr sein. Gehen wir da mal rein. Hört mal bitte genau zu. You say in your statements that there's clarity in the market and the rules are clear. Just come on in. You can't even answer the question. Do you say XRP is a security? Well, we're in court and active discussions and litigation on that. You're in litigation because you do say it's a security. Okay, habt ihr also zugehört? There are discussions and, ja, Verhandlungen. Also es gibt wohl auch Diskussionen über XRP. Ist XRP ein Security? Wenn ich Ripple verklage, ich habe das schon mal gesagt, dann sage ich klar, meiner Meinung nach ist XRP ein Security. Deswegen stehen wir vor Gericht, dann wäre die Sache schon mal erledigt gewesen. Aber der Mann hat ja wirklich am Dienstag keine klaren Antworten gegeben. Aber jetzt gehe ich mal auf einen Tweet ein von Bill Morgan, Anhänger XRP Army und ganz interessant, er ist Rechtsanwalt und guckt mal, was er da getweetet hat als Antwort von JV. JV hat geäußert, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Richterin Torres immer noch an diesem summarischen Urteil arbeitet. Bill Morgan hat dann geantwortet und hat geschrieben, denken Sie an den Gensler-Versprecher bei der Aussage, in dem er sich auf Gespräche mit Ripple bezog. Ich war nach dem Prozess aber vor einem Urteil in eine Angelegenheit verwickelt, in der die Parteien den Richter mitteilten, dass sie eine grundsätzliche Einigung erzielt hatten. Aber, und jetzt muss ich ein bisschen scrollen, wenn dazwischen haben da noch ein paar andere Leute reingeschrieben, aber haben sich dann auch mehr Zeit erbeten, um sich in der Erwartung zu einigen, dass der Richter die Verkündung des Urteils zurückhalten würde. Natürlich wussten wir nicht und werden nie erfahren, ob er es geschrieben oder teilweise geschrieben hat. Das sind also die Erfahrungen, die Bill Morgan vor Gericht als Anwalt gemacht hat. Das bedeutet, Richterin Torres sitzt jetzt da, schreibt an dem Urteil oder hat es eventuell schon geschrieben, aber die Parteien haben gesagt, na, wir sitzen gerade über einer Einigung, könnt ihr euch noch ein bisschen zurückhalten? Interessant. Richterin Torres muss darauf ja gar nicht eingehen. Sollte wirklich die SEC gebeten haben, da noch ein bisschen Zeit zu bekommen, heißt das nicht, dass Richterin Torres dem auch zustimmen muss. Des Weiteren dürfen wir auch nicht vergessen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, Leute, Glaskugel, ja? Glaskugel. Ich schaue mir alles an und interpretiere das und denke halt einfach mal drüber nach. Wir haben immer noch keine Entscheidung über den Amicus-Antrag von Professorin Layton. Sie hat einen Amicus eingereicht, einen FOIA-Request oder einen Amicus bei Richterin Torres, dass die Hinman-Dokumente veröffentlicht werden müssen aufgrund öffentlichen Interesses. Und wir haben hier wohl ein globales öffentliches Interesse, diese Hinman-Dokumente sehen zu dürfen. Und da haben wir noch keine Antwort von Richterin Torres. Also kann man sich ja vorstellen, dass beide Parteien dann sagen, okay, ja, wir warten noch, wir diskutieren noch. Brett Garlinghouse hat ja gesagt, wir haben bis zu 1 Milliarde Dollar. Alder Roddy hat auch gesagt, wir unterschreiben sofort, sobald wir Klarheit bekommen. Vielleicht diskutieren die wirklich nur noch über die Höhe der Strafzahlung. Kann ja sein.
Ja, müssen wir mal abwarten. Ashley Prosper hat dafür noch ganz interessante Zeitfolge veröffentlicht auf Twitter. Gucken wir das uns mal an. @XRP und an die XRP Community. Die nächste Woche wird eine sehr interessante Woche. Sind seit 2 Jahren, jede Woche ist eine interessante, mal da mal schnell reingesprochen. Ja. Am 27. April werden wir 52 Tage gewartet haben, nachdem Richterin Torres über die Daubert-Anträge entschieden hat. Das interessiert mich, weil Richterin Torres 52 Tage gebraucht hat, um über die Daubert-Anträge zu entscheiden. Daher gehe ich davon aus, dass ihr summarisches Urteil gleich um die Ecke sein wird. Dann gab es natürlich noch einiges an Diskussionen und Glaskugel gucken und keiner mag jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch länger warten und irgendwas anhören. Aber wir müssen uns ja die Zeit vertreiben, na Freunde? Wir wollen ja mal gucken, wo geht die Reise hin? Dann schrieb sie noch dazu, ich glaube, sie war mit der Arbeit beschäftigt und zwar geht sie da auf eine Frage ein, ob Ashley Prosper denkt, dass Richterin Torres diese Vernehmung angeguckt hat. Und die dauert ja halt 5,5 Stunden. Und hier haben wir jetzt noch eine schöne Zahl, und die ich nicht mehr gefunden habe. Ein Richter mit 800 plus Fällen, mit denen sie sich befassen muss, schaut nicht viel Fernsehen. Aber ich bin mir sicher, dass sie davon gehört hat. Und vielleicht ließ sie ihren Sachbearbeiter in ihrem Namen aufpassen. Nice. Also, dass sie es mitbekommen hat, das steht für mich außer Zweifel. Okay. Was haben wir jetzt? Wir warten tagtäglich auf eine Entscheidung von Richterin Torres. Und Bill Morgan hat mich tatsächlich ins Nachdenken gebracht, ob jetzt Richterin Torres das schon geschrieben hat oder nicht. Und sie arbeitet ja sehr schnell. Es ist bei allen anderen Urteilen vorab, war das immer zu sehen, dass sie eine schnelle, akkurate Arbeitsweise hat. Wenn jetzt allerdings die ganze Zeit nichts kommt und Gary Gensler diese Aussage getätigt hat vor dem Kongress, es finden Gespräche oder Diskussionen statt, kann das sein, dass beide Parteien wollen, dass Richterin Torres ihr Urteil noch zurückhält? Stellt euch mal die Frage. Ich denke da schon drüber nach. Würde Sinn machen? Oder die haut einfach jeden Tag, der jetzt kommen mag, dieses Urteil raus. Auch eine gute Möglichkeit. Wir sehen hier, dass die Amerikaner richtig strugglen mit sich selber, mit ihrem System, mit den alten Herrschaften, die da oben an der Macht sitzen. Und die sehen, ich bin heute im Video schon darauf eingegangen, dass ja mehrere Börsen jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika unter Umständen komplett verlassen werden. Dass die Amerikaner dann halt mal gucken können, wo sie bleiben. Und die Aussage von Professor Campbell macht es nur mal deutlich, wie viele Nachteile sich dann ergeben für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Die verpennen gerade alles, während die Europäer jetzt MiGA rausgebracht haben. Hochinteressanter Stoff. Ja. Und XRP sowieso. Klar, gestern Forbes-Artikel, ja, ich bin ja gestern schon darauf eingegangen. Ich wiederhole das gern nochmal, weil da einige nochmal nachfragten. Der Artikel ist für mich ja, Politik. Ist nichts anderes für mich als Politik. Und der sagt ja auch nichts aus. Es ist ja nichts, was wir nicht schon wissen. Ja? Oder sehe ich das falsch? Wissen wir doch. Und XRP wurde noch nie an Retailer verkauft. Wir haben nur XRP von den Börsen kaufen können, weil irgendwelche Partner oder große Institutionelle XRP dann verkauft haben. Oder Ripple hat XRP an die Börsen verkauft. Kann ja sein. Und dann ist es trotzdem kein direkter Verkauf an Retailer. Was die Börsen dann machen, kann auch als ODL Versorgung gesehen werden für jemanden, der da Interesse daran hat, kauft XRP. Müsste ja nicht direkt von uns machen. Es gibt ja auch Börsen. Ich sehe das wirklich entspannt, Freunde. Wir werden nicht mehr erleben, dass Ripple an die Exchanges für Retailer verkauft. Ich glaube, der Zug ist komplett abgefahren. Die da sind, die sind da. Okay, wenn ODL-Partner die dann eben an die Börsen verkaufen, dann ist das halt so. Aber die Partner werden die nicht groß verkaufen. Und die verkauft worden sind, die kauft Ripple zurück. Ist uns auch bewusst. Okay, das war's jetzt mal. Leute, heute ist Freitag, die Sonne scheint. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal ein bisschen an die frische Luft komme. Und dann bin ich heute Abend im Livestream. Einfach so.
Heute ist Freitag, einfach so. Ich habe einfach Bock drauf. Wenn euch gefällt, was ich tue, lasst ein Abo da. Klackt, liked, setzt die Glocke und von mir von Herzen, wenn wir uns dann nicht mehr hören, sehen sollten, wünsche ich euch, werdet Zeit, bleibt gesund, das ist das höchste Gut. Und wir sehen uns dann später. Ciao, Freunde. Why do I hold XRP? Because Ripple's the chosen one to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojaloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.